Ich höre Hundis. Wo sind sie? Da vorne sind auf jeden Fall Tote, aber das hatten wir ja schon. Na komm rein. Wer schießt auf wen? Halt. Na egal. Jetzt muss ich mich beeilen. Pseudohunde. Blöde Viecher. Aber da war ein zweiter, ne? Mensch, was ist denn hier los? Und das war den, den ich vorher gerettet habe, wahrscheinlich. Glaube ich. Ach, jetzt können wir wieder nicht rennen. Das war Tuna. Ein zusätzlicher Licht hier aber. Genau, das dürfte dann der hier gewesen sein. Ach. Der hat ein paar Sachen geplündert. Laden. Laden, laden, laden. Ja, pass auf, die lege ich dann doch auch erstmal weg. Wir haben eh kaum Munition dafür, also weg damit. Das weg. Die können wir verkaufen, das kann weg. Ja. Und da vorne wird noch geschossen. Sind das die beiden, die mich eigentlich überfallen wollten? Da vorne sind Tote. Nein, sind sie nicht. Hey, komm her. Ja, das ist gefährlich. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich sollte jetzt wirklich erst zurück zu Skadovsk. Der Reiz des Geldes, ne? Es ist der Reiz des Geldes. Gut, auf zu Skadovsk. Nur zur Sicherheit, damit ich schnell reagieren kann. So, dann haben wir das abgeschlossen. Das, das da oben. Wir waren jetzt nur großartig in dem Bereich hier unterwegs, ne? In diesem hier. Von da sind wir gekommen. Mehr haben wir noch nicht von der Karte erkundet. Und wir haben noch eine Menge Quests, die auf uns warten. Ich hätte ja auch wirklich gern schon einen Veles-Detektor. Hallo! Pass auf, bevor wir gleich... Falls er uns irgendwas gibt, dass wir zu schwer sind, da würde ich jetzt dann doch erst verkaufen. So. Erstmal die ganzen Granaten weg. Was ist denn mit dir los? Brauche ich nicht. Hast du Wurzeln geschlagen oder was? Wenn du etwas zu sagen hast, raus damit. Seit wann haben wir denn einen Schlafsack? Dann mach einen Abgang. Die reden zu viel. Die reden viel zu viel. Halt, Moment. Doch, weg damit. Das auch weg. Das behalten, das ist unser AK. Und davon brauchen wir nichts. Das ist unsere Ehren-PMM, genau. Weg damit. Gut. Ich denke, du könntest interessiert sein. Morgens PDA. Ach ja, Moment. Morgens PDA. Dieser PDA enthält Informationen über Morgens Kunden sowie die Koordinaten des geheimen Wächterlagerhauses, aus dem er die Waffen gestohlen hat. Danach hat er die Waffen an Söldner verkauft und zudem Kontakt zu einem gewissen Sultan aufgenommen. Um seine Spuren zu verwischen, wollte Morgan die Position des Lagerhauses an die Freiheit weitergeben.
Sein Komplize, ein gewisser Geier, sollte diese Information übermitteln. Der PDA erwähnt auch einen Sensor, den nur Morgan ausschalten kann. Dieser alarmiert die Wächter, wenn das geheime Lager betreten wird. Für diese Informationen dürften sich sowohl die Wächter als auch die Freiheit interessieren. Der wird noch wichtig. So, dann alles gucken. Reparieren und modifizieren. Also, was können wir mit der hier machen? Zuverlässigkeit, Flachheit, Zuverlässigkeit, Feuerrate, Schussgenauigkeit. Handhabung oder Rückstoß. Zuverlässigkeit, Gewicht, okay. Schussgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Feuerrate und Rückstoß. Halt, Moment. Einbau einer Positionshalterung. Erhöhtes Waffenmagazin. Also wie ich das hier sehe, kann man hier nicht aus Versehen die Waffe unbrauchbar machen für Schrot. Das finde ich schon mal schön. Was hast du zu bieten? Zuverlässigkeit und wieder Flachheit oder Rückstoß und Schussgenauigkeit. Hier hat man noch Feuerrate dazu. Flachheit 20-20. Wir wollen eh die Flachheit, also ist das egal. Schussgenauigkeit auch. Zuverlässigkeit 10, Zuverlässigkeit 10. Gewicht minus 1, Gewicht minus 1,40. Wie viel wiegen sie von vornherein? Knapp 5. Okay, das Gewicht wäre so oder so bei denen etwas höher. Handhabung oder Rückstoß? Handhabung, Zuverlässigkeit und Rückstoß. Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, Schussgenauigkeit und Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, Rückstoß, Automatikfeuermodus. Mit einer Trägheitsautomatiksystem kann der Pump-Action-Mechanismus einer gewöhnlichen Schrotflinte in einen selbstspannenden Mechanismus umgewandelt werden. Ich weiß nicht warum, aber ich will irgendwie die SPSA behalten. Obwohl die Chaser anscheinend doch irgendwie die bessere Möglichkeit ist. Obwohl, Schussgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Genau, aber das hier hat ja im Prinzip schon... Das ist ja keine Pump-Action. Genau. Und wenn ich das haben möchte, dann müsste ich dafür Schussgenauigkeit weglassen. Acht im Magazin, sieben im Magazin. Pass auf, ich behalte die SPSA. Habe ich in den anderen Teilen auch schon so gemacht. Dann bleibe ich hier mal dabei. Erstmal so geizig sein und entladen. Da, bitteschön, ist sogar noch in sehr gutem Zustand. Und weg damit. Sehr schön. Wo kommst du? Nein, du kommst dahin. Du dahin. Dich entlade ich erstmal wieder. Und wir sind trotzdem noch sauschwer. Wieso? Wieso sind wir so schwer? Das ist doch blöd. Das ist sehr blöd. Pass auf, die PMM werden wir nicht gebrauchen. Aber ich will sie nicht verkaufen, weil es unsere Ehren-PMM ist. Wiegt allerdings auch nur... Wiegt nur 50 Gramm. 50 Gramm. 500 Gramm. Das ist für eine Pistole eigentlich gar nichts, ne? Ich glaube, ich hatte einmal in meinem Leben eine echte Pistole in der... Oder? War die überhaupt echt? Hatte ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Ding aus wirklich schwerem... aus Metall oder so gemacht ist, dass das Ding nicht nur... 500 Gramm wiegt. In Ordnung, du kannst jetzt gehen. Ich bin gerade wirklich am Verzweifeln, ob ich jemals schon eine echte Waffe in der Hand hatte. So, dich mache ich erstmal dahin. Das kann ich dem Arzt verscherbeln.
Das hier meinte ich. Davon haben wir auch wieder so viel. Nein, nicht jetzt. Ja? Wie nicht jetzt? Herkules. Gegengift. Strahlenschutz. Sorry. Auf Wiedersehen. Das finde ich blöd. Obwohl, eigentlich ist es ja gut, ne? Hier. Davon habe ich 9, davon habe ich 1. Wenn das zusammengenommen wäre, würde auf der Schnelltaste 10 Stück sein. Aber es sind nur 9 Stück. Also wird wirklich nur das hier verbraucht. An sich ja gut. Aber wenn ich dafür noch keine mehr habe. Hallo. Was? Ich habe die Waffenlieferung für die Banditen vereitelt. Danke für deine Hilfe. Ich erinnere mich noch allzu gut an die 90er und die Gangster mit ihren Granatwerfern. Hier, für dich. Es ist immer gut, wenn man flüssig ist. Sehr schön. Gut. Schau einfach vorbei, wenn du Artefakte. Ja, jetzt will ich nochmal kurz zurück nach da oben und gucken, ob der Typ in dem Exoskelett, ich wollte schon in der Power Armor sagen, aber wir sind hier ja nicht bei Fallout. Ob der Typ im Exoskelett ein Wächter war. Ach Mensch, obwohl wir wegen wirklich durchaus. Ja, das ist blöd. Das ist der, den ich eben bekommen habe, ne? Ja, man sieht, man kann viel schneller schießen. Halt, dich immer auflassen. Hm. Gut, rennen wir halt mit dem Messer hier rum. Hier ist ein Toter. Ach, das war der Zombie. Und wir kriegen immer erst bei dem wievielten Mal durchsuchen Geld? Bei jedem dritten Mal durchsuchen? So, sind Spartacus und seine Leute immer noch hier? Nein, die sind diesmal gelb. Spartacus war ja mittlerweile grün. Aber es sind normale freie Stalker, das sieht man. Ja. So, wo ist jetzt der Typ mit dem Exoskelett? Hier. Tatsache, es war ein Wächter. Naja, morgens PDA. Das heißt, er hat auch seine Wächterkumpels verraten, indem er einfach Sachen für die verscherbelt hat. Oder von... von denen. Und das sind Söldner. Söldner, Banditen und ein Wächterverräter. Okay. Was machen wir als nächstes? Euler-Anomalie. Da findet man, glaube ich, nichts, was wir brauchen könnten. Pass auf, ich gehe jetzt mal hier hin, gucke bei den Dockkränen, dann hole ich mir das da und gehe mal zuerst in Stingray. Das dürfte ich in diese Episode reinkriegen. Ты оружие-то опусти, мужик. Ach ja, und wieder das schöne Spiel mit der Energie. Ja, man kann es schubsen. Nee, da scheint nichts drinne zu sein. Also wir haben jetzt eine SPSA. Das heißt, theoretisch ist das schon... Ja, stimmt. Obwohl, es gibt noch eine weitere Schrotflinte, die noch nicht in den anderen beiden Stalker-Teilen drinne war. Und zwar eine... Wie hieß sie jetzt? Polizeischrotflinte? Das sind diese mit diesen dicken Magazinen unten. Ah, ich würde jetzt gerne wissen, was für Werte die hat, um zu gucken, ob ich jetzt meine SPSA behalte und die auch upgrade. Oder ob ich das lasse.
Und dann warte, bis ich eine Polizeischrotflinte habe. Da bin ich mir noch uneins, was ich da mache. Kommt man hier nicht weiter? Das sieht so aus, als ob man da eigentlich noch hochkommt, ne? Aber nee, da ist keine Leiter. Gut, dann kann ich wieder runter. Dann will ich jetzt... Ah, schade, das kann ich mir leider nicht... Pass auf, dann markiere ich mal das. Das liegt ja ungefähr auf dem Weg. Zu dem kleinen Dörfchen will ich noch nicht. Ach, Moment. Nee. Ich gehe zu Stingray. Auf dem Weg dahin könnte ich noch was anderes erledigen, aber... Wenn mir Zeit bleibt, mache ich das auf dem Rückweg. Ну, типа, Bandit. Привет. Bandit. Irgendwann eröffne ich auch einfach das Feuer, wenn ich die sehe. Aber dazu möchte ich auch erstmal eine bessere Rüstung, weil wenn ich alles abknalle, was mir so vor die Flinte kommt, dann nutzt sich ja auch meine Ausrüstung ab und da möchte ich dann halt auch erst eine etwas bessere. Ich wollte nicht zu dem kleinen Dörfchen, ich wollte hier vorne hin. Das hört sich nach einer Chaser an. Ich wollte ja noch nicht zum Dörfchen, ne? Ist eh nur ein Bandit. So, jetzt müssen wir aufpassen, nicht in diesen Feldspalten rein zu plumpsen. Denn relativ zu Anfang haben wir ja mit einem gesprochen. Ja, das nimmt er jetzt nämlich auch auf, der Detektor. Ist allerdings unter uns. Relativ zu Anfang hatte das doch gesagt, dass man aufpassen muss, dass man bei diesem Dorf hier zwar jede Menge Artefakte findet, weil man nur in einer Spalte springen muss, um da reinzukommen. Aber dass es schwierig ist, dort wieder herauszukommen. Deshalb müssen wir da vorsichtig sein. Na? Danke. Hallo? Ey. Ich hätte schnell F klicken sollen. Na. Und bevor ich mich in solche Anomalien wage, hätte ich auch wirklich gerne eine bessere Rüstung. Na. So, jetzt. Theoretisch würde ich sagen, das ist ein gutes Versteck. Das sieht man von unten nicht so leicht. Und wer kommt schon auf die Idee, auf den Rohren hier rumzuklettern? Das Problem dabei ist, wenn es kein Spiel wäre, und so etwas wie Emissionen existieren, ne, würde das doch bei zu starken Winden runterwehen. Ja, da komme ich so nicht rauf. Ich habe gerade gedacht, dass man hier über die Rohre kommen, klettern könnte. Weil ich nicht durchs Wasser möchte. Das dürfte nämlich verstrahlt sein, oder? Oder werde ich da einfach nur langsamer? Weil dann könnte ich es machen. Aber in Spielen, die mit Radioaktivität zu tun haben, ist das ja eigentlich fast schon ungebrochen. Ist es ja schon fast ein Gesetz, dass Wasser immer strahlen muss. Immer verstrahlt sein muss. Aber es scheint zu gehen. Sehr schön. Und da wird auch schon wieder geschossen. Da will ich aber noch nicht hin, weil ich weiß, was da auf mich wartet. Oder will ich hier doch hin? Ach, schade, die haben überlebt.
Gut. Ja, willkommen im Sumpf. Man sieht, hier sind ein paar Anomalien, die das Wasser so ein bisschen, ja, aufwirbeln. Und genau da rein ist natürlich einer der Stingrays geflogen. Beziehungsweise gelandet. Am sichersten kommt man da anscheinend von da aus hin. Moment. Man sollte immer nach Gerüchten fragen. Jetzt will ich etwas fragen. Weißt du etwas über abgestürzte Hubschrauber? Man hat mir gesagt, ein Hubschrauber hätte U-Boot gespielt und sei direkt in einem Sumpf gelandet. Ja, das ist der hinter uns. Du kannst dir sicher vorstellen, wie schnell der Vogel gesunken ist um das Wasser dort. Und das Wasser dort entspricht nicht unbedingt der Qualität einer Heilquelle. Gift, Chemikalien und weiß der Kuckuck. So, Magpie, aber sicher. Blablabla, Volltrottel hatten wir schon. Ich habe den PDA des Wächterhändlers. Kennst du jemanden, der Interesse daran haben könnte? Auf der Skadowski lebt ein Händler namens Uru. Er bezahlt gut und die Jungs verkaufen ihm hin und wieder Stalker-PDAs. Außerdem stellt er nicht allzu viele Fragen. Insofern ist das eine feine Sache. Was ich damit mache, muss ich erst noch überlegen. Was gibt's Neues in der Zone? Ich weiß nicht, ob es erwähnenswert ist, aber wir haben hier diesen Kerl namens Noah. Das ist der verrückteste Vogel, dem du jemals begegnet bist. Er wohnt in einem hässlichen Kahn, hat ihn wohl innerhalb von einer Woche von ein paar Schwarzarbeitern zusammenbauen lassen. Aber pass auf, er schießt, bevor es ihm überhaupt in den Sinn kommt, irgendwelche Fragen zu stellen. Ich sage dir, zur Hölle mit diesem Arschloch. Okay. Es wird neblig, oder? Ja, ich muss öfter Leute nach Gerüchten fragen. Weil die auch immer einen auf Quests hinweisen. Ui, da wird's schon etwas giftiger. Da halte ich mich mal großartig von fern. Habe ich irgendwas gegen... Stimmt, ich habe was Strahlung runtermacht, aber kein Gift. Vielleicht hätte ich so ein Teil... so ein Gegengiftteil holen sollen. Artefakte gibt es ja auch, aber die werden wir höchstwahrscheinlich nicht, noch nicht einsammeln können. Sichere Passage hier durchsuchen. Oh, da ist eine Kiste. Aber erstmal Hubschrauber untersuchen. Die ganze Elektronik im Hubschrauber ist ausgebrannt. Sogar die Kabelummantelung ist geschmolzen. Und das war's auch schon. So, Kisten. Behälter durchsuchen. Oh, sehr nett. Brauchen wir nicht, aber trotzdem sehr nett. Und eine zweite Kiste, die wir nicht öffnen können. Nun gut. Ja. Ich werde hier mal nicht durchgehen. Noch keine... Wie gesagt, ich hätte gerne erstmal eine Rüstung, die das Ganze ein bisschen besser hinkriegt. Gut. Настроение хуже не бывает.